Kriegen wir jetzt die Folie irgendwie zu sehen? Können wir die Präsentation noch haben? Ja, das wäre schön. Da kommt ein Technikmensch gerannt. Naja, du kannst uns ja schon mal vorstellen. Ja, ich stelle schon mal vor. Da ganz außen sitzt Markus Schubert und der hat vor ein paar Jahren eine Plattform entwickelt, die er auch seit Jahren betreibt, die wir dann genommen haben, um daraus Polyplot zu bauen. Und er macht halt da Sachen, womit Kulturmenschen interaktive Geschichten erzählen können. Das ist ziemlich spannend auch, die Projekte, die da gelaufen sind bisher. Dann sitzt hier noch Christiane Hütter und sie baut als Autorin und urbane Game Designerin erfahrbare Welten. Das klingt auch immer total spannend. Ich weiß immer noch nicht, was das ist übrigens. Und hat schon sich immer Tools gewünscht, um Komplexität und Kontingenz zu managen. Und ich bin Stefan Urbach, ich bin Leser, Verlagsinhaber und Buchhalter, so hauptberuflich. Und zu dritt sind wir Polyplot. Genau, und was... Naja, was hat das jetzt damit auf sich, dass wir gesagt haben, niemand liest mehr. Erstmal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, wir kommen hier in absolut friedlicher Mission. Wir möchten hier keine Papierbücher angreifen und erst recht keine E-Books. Wir bringen auch keine neue Rocket Science, die Immersion befördern wird oder Ähnliches, sondern Polyplot und viele damit verbundene Gedanken. Wir haben uns nämlich Gedanken gemacht, wie das eigentlich mit dem Lesen heutzutage ist und wie wir früher gelesen haben, wie wir heute lesen und wie wir eigentlich gerne lesen würden mit der Technologie, die uns heutzutage zur Verfügung steht. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht aus Autorinnenperspektive, aus Leserinnenperspektive und aus Verlegerinnenperspektive. Naja, es ist ja so, auch wenn Geschichten oft mit sehr vielen Wendungen erzählt werden, auch oft sehr verschachtelt sein können. Man kann da ganz viele toll spannende Sachen machen. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Ihr habt sicher schon mal ein Buch gelesen oder einen Film geschaut oder vielleicht auch ein Computerspiel gespielt, in denen überall Geschichten vorkommen können. Im Film und im Computerspiel ist es noch ein bisschen einfacher, irgendwie zu gucken, wie kann man da auch Dramaturgien aufbrechen. Die klassischen Bücher liest man allerdings von vorne bis hinten. Man beginnt vorne, man endet hinten und auch wenn man es immer wieder versucht, irgendwie einfach mal so random hin und her zu blättern, meistens ergibt das relativ wenig Sinn. Natürlich gibt es da auch Gegenbeispiele, also aus der Literatur irgendwie, zum Beispiel von James Joyce, Finnegan's Wake, was eher seriell veröffentlicht wurde und auch von Anfang an als Work in Progress angekündigt wurde. Oder auch zum Beispiel Zettels Traum von Arno Schmidt, was irgendwie bewusst von Anfang an so geschrieben war, dass es eben mehrere Perspektiven gleichzeitig lesbar macht. Naja, also so 1945 wurde quasi die Idee zum Hypertext geboren, der dann auch Jahrzehnte später technisch realisiert wurde. Und einerseits irgendwie am Computerbildschirm, andererseits aber auch in Buchform zu interaktiveren Leseerlebnissen geführt hat. Die sogenannten Abenteuerspielbücher, vielleicht kennt die eine oder der andere von euch das. Ja, schön. Für die, die es nicht kennen, hier mal so ein kleines Beispiel, wie sowas aussieht. Du bist im Kontrollraum eingesperrt. Du kannst den roten Knopf drücken, lies weiter bei 3, das Schild lesen, lies weiter bei 6, versuchen die Tür zu öffnen, lies weiter bei 5. Und dann blätterte man dann zu den entsprechenden Stellen. Man kann sich vorstellen, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten man in so einem Buch hat, umso dicker und schwerer wird so ein Buch auch. Naja, in den 80ern entwickelten sich dann auch Computerformate, die sogenannten Text-Adventures, die mit, also eigentlich mit jedem Jahr, was verstrich, immer grafischer wurden. Und heute haben wir
aus kürzester Zeit, also aus dem letzten Jahr, noch irgendwie eine Hommage an die Abenteuerspielbücher eigentlich bei Netflix gehabt mit der Black Mirror-Folge Bandersnatch, wo es auch sehr stark um interaktives Erzählen geht. Ja, nun ist es aber trotzdem ein bisschen so, dass sich solche Formate ja jetzt nicht so massenkompatibel durchgesetzt haben. Das ist kein Fehler, das soll so. Ich habe nämlich versucht, ein Bild zu finden, das es ein bisschen verdeutlicht, wieso wir finden, dass es aber wichtig ist, dass man solche Arten von Erzählformaten nicht nur in kleinen Nischen hat, sondern auch einem größeren LeserInnenpublikum zugänglich macht. Denn mithilfe von solchen Formaten kann man nämlich auch Komplexität ganz anders verstehen. Und wir glauben, dass wir schon in einer Zeit leben, in der das wichtig ist, auch zumindest an manchen Stellen verschiedene Perspektiven gleichzeitig erfahrbar zu machen, lesbar zu machen und eben auch so die, eben diese lineare Struktur aufzubrechen und Erzählen vielmehr als einen Raum zu betrachten, der auch Interaktion zulässt von Seiten der Leserinnen und Leser. Wir haben uns jetzt überlegt, was braucht man denn eigentlich dafür, was für eine Art von Tool, um so eine Art von Literatur zu schreiben, zu verlegen und zu lesen. Und deshalb stellen wir euch jetzt mal genauer vor, was wir uns da gedacht haben. Genau, Polyplot ist ein mehrfacher Begriff, das so heißt einmal das Produkt Polyplot, also man liest einen Polyplot. So heißt aber auch die Plattform, die besteht aus einem Schreibtool, einem Lesetool und Tools zum Verlegen. Entschuldigung. Und ihr seht jetzt irgendwie einerseits eine Web-App, dann eine Telefon-App, die gibt es für Android und iOS bisher. Für den Fire Android-Kram kommt das auch noch in den Store. Und ansonsten halt Barcodes. Ihr habt auch, glaube ich, alle Barcodes bekommen mit euren Kopfhörern. Die braucht ihr nachher noch. Nächste Folie. Ja, und jetzt gehen wir mal in die verschiedenen Perspektiven rein. Wir haben einmal Perspektive für Leserinnen und was haben die denn davon? Erst einmal natürlich eine aktivere Rolle. Es kann unterschiedlich erfahrbar gemacht werden, unterschiedliche Verständnisebenen können benutzt werden in einem Text, um die LeserInnen einzubinden. Vielfältige Verknüpfungsmöglichkeiten bieten vielfältige Möglichkeiten natürlich auch. Und das ist natürlich auch für die AutorInnen dann ein bisschen komplexer alles unter Umständen. Das Gute ist, es braucht kein neues Gerät dafür. Wir haben alle unser Android- oder iOS-Device in der Tasche und brauchen jetzt nicht noch einen E-Book-Reader mitschleppen. Wir haben dafür dann eine App für die Betriebssysteme laufen. Das war's schon, ja. Voilà. Naja, aus Autorenperspektive ist das natürlich in erster Linie irgendwie so ein total tolles Spielzeug, beziehungsweise eine Toolbox, weil man sich ja auch mal überlegen muss, wenn so diese Beschränkung von der Zeitlichkeit, also dass man eine Geschichte von vorne bis hinten liest, erstmal wegfällt, ergibt sich ja ein Raum, in dem man sehr viel spielen kann. Was bedeutet das jetzt genau? Also man kann als AutorIn natürlich so ganz klassisch irgendwie so Choose Your Own Adventures anlegen, ne, wie wir das eben im Beispiel gesehen haben. Möchtest du in die eine Richtung gehen oder in die andere Richtung? Vielleicht entwickelt sich dann die Geschichte ganz anders und du wirst nie wieder zu diesem Punkt zurückkommen. Das wäre dann so eine irreversible Verzweigung, eine Entscheidung, die man nicht mehr wieder gut machen kann. Man kann natürlich auch solche Entscheidungen anbieten, wo man vielleicht auch nur mehr Informationen findet. Ne, also so, vielleicht kennt ihr auch diese Diskussion, ob jetzt zum Beispiel die ganzen Naturbeschreibungen, die man in Action-Romanen hat, wirklich notwendig sind. Es gibt Leute, die das irgendwie total gut finden. Also das konkrete Beispiel ist jetzt nicht so ein Action-Roman, so Herr der Ringe zum Beispiel. Also ich finde das persönlich nicht so interessant, sehr ausgedehnte Naturbeschreibungen zu lesen. Stefan hingegen, ich finde das fantastisch. Damit man jetzt nicht immer irgendwie als Leserin oder auch als Autorin sich überlegen muss, für wen schreibe ich das denn jetzt eigentlich? Darf ich das jetzt, darf ich das nicht? Kann man einfach beides anbieten und im Grunde auch eine sehr individualisierte Literatur schreiben. Und das meine ich jetzt gar nicht nur im Sinne von marktauglich. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen so geklungen haben. Ich meine das auch im Sinne von künstlerischer Entscheidung.
Man kann nämlich zum Beispiel auch gucken, wie verändern sich denn zum Beispiel Atmosphären durch die Entscheidungen von LeserInnen und Lesern. Wie sieht das dann konkret aus? Also jetzt hier mal irgendwie das Beispiel Butterfly-Effekt. In diesem Fall geht es darum, dass man sich hier auch in unserer Testgeschichte entscheiden kann, welche Farbe soll der Schmetterling haben. Du entscheidest, wählerweise, deine Entscheidung beeinflusst den Verlauf der Geschichte maßgeblich. Und dann kann man sich entscheiden zwischen hellgelb, weiß, braun und dunkelbunt. Und je nachdem, was man für eine Entscheidung trifft, wird dann etwas Bestimmtes passieren. Das könnt ihr sehr gerne gleich alle selbst spielen. Das Interessante bei so Entscheidungen ist ja, also, dass es ein bisschen mehr ist als ein einfaches Add-on. Da muss man, glaube ich, sich erstmal ein bisschen reindenken, wenn man so vom linearen Erzählen kommt, dass das nicht nur ein Feature ist, mit dem man schön spielen kann und schöne Effekte machen kann, sondern es ist eigentlich auch ein Storytelling-Tool, mit dem man zum Beispiel wiederum komplexe Systeme abbilden kann, die ganz viel damit zu tun haben, wer darf eigentlich wann was sehen, wer darf eigentlich wann was entscheiden. Das hat sehr viel mit Macht zu tun, die man dann natürlich auch den Leserinnen und Lesern auf eine Art überlässt. Man bietet ihnen quasi viel eher so ein großes Buffet an der Möglichkeiten, in dem sie sich selbst durchnavigieren können, als zu sagen, ah, ich weiß genau, wie das funktioniert. Was nicht heißt, dass man nicht diese narrative Welt, die man da baut, nicht ganz genau durchdenken muss, natürlich. Ja, dann kann man Geschichten bauen, die viel eher so aussehen, ne? Also die räumlich strukturiert sind, wo es verschiedene Arten von Zusammenhängen gibt. Ja, diese, was kann man jetzt da konkret alles einbauen? Wir sagen ja, wir gehen ja vom Lesen aus, ne? Deshalb ist natürlich Text extrem wichtig. Es ist aber technisch möglich, dass man zum Beispiel auch Bilder einbaut. Genauso ist es möglich, Audio einzubauen. Man könnte sich also auch einen Polyplot zum Hören vorstellen. Genauso ist es möglich, Videos einzubauen. Wir stellen diese Sachen jetzt vor. Wir wissen alle, dass das natürlich bestimmte rechtliche Probleme mit sich bringt, aber so die Technologie steht. Plus, wir können auch die Literatur wieder an reale Orte bringen, zum Beispiel mit Geofencing. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, es gibt da dieses eine Café, wo diese eine Autorin immer gesessen hat und geschrieben hat und dieses total seltene, nie veröffentlichte Stück Literatur möchten wir dorthin bringen, damit es nur dort gelesen werden kann, dann kann man das mit Polyplot realisieren. Dann ist es auch möglich, dass man lokal jeweils auch mit Gegenständen kommuniziert, die in einem entsprechenden WLAN sind, also so quasi mit denen man dann verbunden ist. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, eine Polyplot-Leselampe, die entsprechend der Entscheidung, die man hat, während man den Polyplot liest, dann die Lichtstimmung ändert. Was bedeutet das jetzt für Autorinnen und Autoren beim Schreiben? Dieses Bild hier stammt aus Kolumbien, aus Cartagena, wo diese Herren eigentlich so Hilfe bei täglichen Schreibdienstleistungen anbieten. Es ist aber trotzdem ein ganz schönes Bild dafür, so wie wir nebeneinander schreiben, sich auch von gemeinschaftlichem Schreiben unterscheiden kann. Diese Autoren stehen in gewisser Konkurrenz zueinander. Wir wünschen uns eigentlich ein bisschen ein anderes Vorgehen. Und wir nennen es Zusammenarbeit, und zwar auf verschiedenen Ebenen, die vielleicht für Autorinnen im Literaturbetrieb so eigentlich noch gar nicht so groß vorhanden ist. Aus dem Film- und Fernsehbereich kennt man das ja ziemlich stark, dass es irgendwie sogenannte Writers' Rooms gibt, die besonders irgendwie beim seriellen Erzählen natürlich wichtig sind, weil halt horizontale Geschichten erzählt werden, wo es selten halt nur eine Person gibt, die diese ganzen Folgen schreibt. Und deshalb gibt es spezielle kollaborative Verfahren, wie Autorinnen und Autoren dort zusammenarbeiten. Das könnte man sich auch vorstellen, wenn diese Autorinnen und Autoren keine Serie schreiben, sondern ein Polyplot. Der zum Beispiel, was weiß ich, Ausgangspunkt ist eine Hotellobby, und jede Person, die da mitmacht bei diesem Schreibprojekt, schreibt, was in einem Zimmer passiert. Das ist erstmal ganz interessant, ne? Aber noch interessanter wird es ja, wenn man dann wieder Querverbindungen hat zwischen den Geschichten. Und deshalb kann oder sollte Polyplot auch ein bisschen kollaborativere Arbeitsverfahren befördern.
dann kann man natürlich auch einen besseren Dialog mit Leserinnen und Lesern haben. Es ist nämlich möglich, Freitexteingaben zu haben. Viele von euch kennen vielleicht den Begriff der Fanfiction, also dass so bestehende Werke quasi von Fans weitergeschrieben werden oder irgendwie Alternativen entwickelt werden. Und das kann man sich vorstellen, dass man das in die Polyplots integriert, wobei man dann natürlich gucken muss, wer das dann moderiert und so, ne? Und man kann natürlich auch gucken, was ist denn eigentlich der meistgeklickte Plot? Also so Autorinnen und Autoren können ihre Werke in gewissem Sinne auch Beta testen, bevor sie dann die eventuell meistgeklickte Variante dann als Print nochmal anders rausbringen. Wir möchten Self-Publishing einfach und transparent machen. Hier müssen wir aber nochmal betonen, wir sind selbst kein Verlag, sondern möchten ja auch mit Autorinnen und Autoren sowohl wie auch mit Verlagen zusammenarbeiten und werden deshalb natürlich so Sachen wie jetzt so ein Lektorat oder so dann da auch nicht flächendeckend anbieten. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was hat ein Verlag davon? Oder so ein Publishing Company, so ja toll, wieder Geld ausgeben für eine neue Sache. Das ist erstmal immer so, oh, eine App schreiben für Bücher. Es machen einige Verlage und die bereuen es meistens auch sehr schnell wieder. Aber bei uns ist das Problem gar nicht gegeben, weil wir haben die funktionstüchtige App. Sie ist da. Es ist eine Universal-App für alle Polyplots. Die Technologie ist seit Jahren getestet und läuft stabil, auch mit mehreren tausend Userinnen und Usern gleichzeitig. Und das Schöne beim Polyplot ist, wir können es online vertreiben, aber auch offline vertreiben. Also wir können wieder in die Buchläden reingehen mit elektronischen Büchern, ohne dass sich Buchhändlerinnen und Buchhändler Sorgen machen müssen, dass sie einen Support leisten müssen für den E-Book-Reader, der nicht richtig funktioniert, was wir in der Vergangenheit leider hatten, weshalb das ja auch in Tolino oft nicht gut funktioniert hat in den Buchhandlungen. Das Problem existiert nicht, weil den Support machen wir. Das ist unsere App und wir können das halt. Und Verlage können trotzdem auch, wenn sie das möchten, ihren Branded Client haben, dann müssen sie auf uns zukommen und uns sprechen und dann machen wir auch einen Client für eine Serie oder für einen Verlag oder wie auch immer. Da gibt es Möglichkeiten für, ohne dass dann jetzt gleich dann 30.000 Euro kostet der Spaß. Was genau ist ein Branded Client? Ein Branded Client ist natürlich dann der Client in einem bestimmten Design oder einem bestimmten Look and Feel, passend zu einer Buchserie, die ja oft auch eine Bildsprache hat, eine eigene oder zu einer für einen Verlag, der auch eine eigene Bildsprache hat für seine verschiedenen Bücher im Programm. Also der Client kann angepasst werden optisch. Funktional ist er halt dann genauso wie unser jetziger Client auch. Das Gute für Verlegerinnen und Verleger ist auch da, es ist einfach zu handhaben. Der Polyplot wird hochgeladen und dann in einem Portal kann der Verlag das dann einstellen, wie teuer ist das Ding und so weiter und so fort. Und jetzt zum E-Book sind die Updates recht schnell möglich. Beim E-Book sind sie darauf angewiesen, dass dass Amazon oder Apple oder Google das halt durchpusht und Bescheid sagt, da ist eine neue Version, bitte lass mal runter. Bei Polyplot ist es so, dass immer die aktuellste Version, die gerade da ist, genommen wird. Und es gibt noch, also noch zumindest, weil noch sind wir nicht allzu groß, die kurzen Wege zu uns als Entwicklerinnen und Entwicklern. Da ist jetzt nicht irgendwie ein Support-Team, das irgendwie versucht abzuwiegeln, sondern wenn man uns eine E-Mail schreibt, dann antworten wir und versuchen, auf die Mail einzugehen und sie nicht irgendwie abzuwiegeln. Und wenn Verlage Ideen haben, dann freuen wir uns sehr. Genau wenn Autorinnen Ideen haben, was ihnen fehlt, dann kommt auf uns zu und wir schauen, was wir tun können dazu. Dann ist natürlich auch für Verlage schön, es gibt neue Zielgruppen zu erschließen. Das ist natürlich total relevant. Wir haben einerseits eine Zielgruppe, die zwar liest, aber E-Books doof findet, aufgrund der Darstellungsmöglichkeiten und dergleichen. Die kann damit erreicht werden. Wir haben eine Gruppe von Leuten, die eher spielerisch lesen wollen, also eigentlich das klassische Abenteuerspielbuch gern hätten als Buch, was jetzt endlich darstellbar ist. Und es ist halt das Spannende des Reporting des Leseverhaltens. Nicht, dass jetzt User A hat folgende Teile gelesen. Das werden wir so nicht reporten. Uns ist die Privatsphäre der User auch wichtig. Aber was Christiane schon sagte, der meistgeklickte Plot zum Beispiel. Wo wurde ein Buch immer abgebrochen, weil es nicht gut war? Auch das ist ja eine relevante Frage oft, die so nicht beantwortet werden kann. Und
neue Formate sind halt denkbar. Sei es Anthologien, die in einem Handlungsraum spielen, wo mehrere AutorInnen zusammen halt das Hotel beschreiben zum Beispiel oder die Kleinstadt oder das Dorf mit dem Kriminalfall als Beispiel jetzt. Es sind aber auch Serials denkbar, so jeden Tag irgendwie gibt es eine neue Folge von einer bestimmten Figur, die ich lesen möchte oder von mehreren Figuren. Ich entscheide mich einmal als Leser, Figur A ist die, die ich lesen möchte und vielleicht noch C. Und B und D ist mir egal. Ja. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wann kommt was eigentlich. Und also wir haben ein funktionierendes System, das ist sehr schön. Wir haben auch schon das Autorentool, das momentan hochkomplex ist. Und wir wollen das runterbrechen in eine intuitivere Variante. Also das soll dann im Herbst kommen. Diesen Jahres, im Winter, wollen wir das Reporting fertig haben. Und auch da natürlich ist es. Warten wir nur drauf, dass Leute uns sagen, was sie gerne reported hätten und dann schauen wir, was wir machen können. Und dann im 2020 wollen wir dann die Self-Publishing-Plattform spätestens am Start haben und genauso auch ein System, um User-Generated Content umzugehen. Weil momentan ist es, geht es zwar, aber es gibt noch kein Workflow zum Handhaben. Wir müssen uns dann auch da gerne uns ansprechen, wenn ihr Ideen habt, wie man sowas umgehen könnte als Publisher. Wir brauchen da Input und nehmen ihn sehr gerne an. Ansonsten müssen wir uns allein weiter Gedanken machen. Naja, an dieser Folie sieht man jetzt, dass Lesen vor allen Dingen ja auch sozial ist. Ne? Also ich glaube, wir sind alle ein bisschen weg von diesen Argumenten, so ja, aber die Haptik fehlt, etc. Aber zum Beispiel irgendwie mal auf die letzte Seite blättern und irgendwie mal reinlesen, ist ja was man trotzdem vielleicht spannend findet. Und was auch mit Polyplots geht. Und zwar haben wir hier noch eine Ankündigung zu machen, über die ihr jetzt ein bisschen mitentscheiden könnt, ob ihr es wissen wollt oder nicht. Also wir freuen uns nämlich, dass wir schon wissen, wer unseren ersten Roman als Polyplot schreiben wird, der nämlich passend zu Weihnachten dann rauskommen wird. Und wir können ja mal eine kurze Abstimmung machen. So, wer ist denn dagegen? Applausometer. Applausometer, ist irgendjemand dagegen? Ja, wir wollen es wissen. Okay. Will es jemand nicht wissen? Ja, genau. Okay. Also wir werden zu Weihnachten dieses Jahr unseren ersten Roman auf Polyplot veröffentlichen. Und wir haben jemanden gefunden, den viele von euch kennen. Er hat auch gerade einen Talk gehalten in Saal 1 über Cyberwar und hybride Kriegsführung. Und er hat auch schon diverse Sachbücher geschrieben. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, ankündigen zu können, dass er jetzt seinen ersten Science-Fiction-Roman bei uns veröffentlichen wird. Und der heißt Gefährliche Menschen und wird geschrieben von Frank Rieger. Kommt dann zu Weihnachten diesen Jahres. Genau, also das war jetzt ganz schön viel Input und ihr könntet jetzt aber alles auch mal selber ausprobieren. Ladet euch unsere App runter, die gibt es halt, wie schon gesagt, für Google, für Android und für iOS und für den Amazon Fire irgendwie die nächsten Wochen. Und Christiane hat da eine Geschichte geschrieben, die so ein bisschen als so ein Showcase dient, die grundsätzlichen Funktionalitäten, die wir euch gerade vorgestellt haben, mal abbildet. Ja, probiert es aus, erkundet die unterschiedlichen Wege durch die Geschichte und die unterschiedlichen Enden und wir freuen uns auf euer Feedback. Genau, und wir haben jetzt, glaube ich, noch ein paar wenige Minuten für Q&A. Ansonsten sind wir auch gleich noch da und wir gehen dann durch diese Tür da hinten raus und unterhalten uns auch gerne mit und euch. Und trinken dabei gerne Bier. Genau, sehr wichtig. Denn irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Gebt mir bitte ein kurzes Handzeichen, dann komme ich vorbei mit dem Mikrofon und dann könnt ihr eure Frage stellen. Da ist jemand. So, die erste Frage des Verhörs. Bitteschön. Gibt es die Überlegung, dass man am Ende einer Geschichte auch Feedback geben kann, weil jetzt gekommen ist... Wir hören leider nichts. Ich höre die Frage. Okay. Ja. Soll ich kurz warten? Nee, also vor allem, weil du vorhin gemeint hattest, dass wenn eine Geschichte frühzeitig abgebrochen wurde, das muss ja nicht unbedingt daran liegen, dass sie schlecht war, sondern einfach nur, also kann ja auch andere Gründe haben, deswegen. Also es gibt
die Möglichkeit, Feedback zu geben. Momentan ist es, also jetzt auch im Prototypen haben wir es, glaube ich, eingebaut gehabt. Es gibt noch keine strukturierte Möglichkeit, es auszuwerten. Das bauen wir noch. Aber ja, die Leserinnen und Leser können Feedback geben zu einem Polyplot. Ob das jetzt dann ist, ich breche ab und dann ein Feedback geben, das müssen wir uns noch überlegen, ob wir das so einbauen möchten oder nicht. Aber das klingt nicht ganz verkehrt eigentlich als Idee. Aber solange wir noch keine strukturierte Darstellung haben, damit AutorInnen dann auch sehen, was da passiert ist, ist es also noch nicht fertig als Funktion. Aber generell geht das und ist auch schon implementiert prinzipiell. Gibt es weitere Fragen? Ja, da hinten. So, bitteschön. Ja, die müssen Sie aufsetzen, sonst hören Sie sich nicht selber. Ja. Hallo, total spannend. Ich wollte fragen, wann macht man euch das Grafikdesign? Was genau? Davon? So Schriftsätzen oder so. Weil die meisten E-Books leiden ja so ein bisschen unter der Lesbarkeit auch durch den schlechten Schriftsatz. Ja, das ist richtig. Die besten Schriften hat in der Tat momentan Amazon auf dem Kindle. Das Problem ist immer auch die Silbentrennung und natürlich der Durchschuss. Da gibt es Möglichkeiten, da arbeiten wir auch dran. Es ist noch nicht, also wir haben momentan natürlich einen Schriftsatz, der bei weitem noch nicht perfekt ist. Da werden wir noch dran arbeiten. Auch gerade an Silbentrennung muss noch gearbeitet werden. Das ist aber so ein Work-in-Progress-Ding. Das ist nicht von heute auf morgen fertig. Und wir sind auch da natürlich auf Feedback angewiesen. Auch ob die Schrift für die Leute lesbar ist, ob sie sich andere Schriften wünschen. Da warten wir auch einfach auf Feedback und dann geht es dann auch da an der Front natürlich für uns weiter. Okay, zwei Fragen habe ich noch, drei sogar, und dann müssen wir aber leider weitermachen. So, bitteschön, die erste. Hi. Inwieweit habt ihr, ihr habt ja Community-based das Ganze auch irgendwie angedacht. Was mir dabei einfällt, sind direkt solche Sachen wie, Sexualunterricht oder solche Dinge, ne? Aktivismus, diese ganzen ne, Anleitungen, die man braucht, die eben nicht linear sind, sondern wo man quasi erstmal sich überlegen muss, okay, in welcher Situation befinde ich mich gerade, welche rechtliche Situation habe ich und dann kriege ich die richtige Antwort, solche Dinge. Wenn das community-based ist, dann müssen solche Dinge aber irgendwie ja verifiziert werden. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Magst du oder? Mach zuerst. Na gut. Also erstmal, wir haben eine Self-Publishing-Plattform. Das ist dann wie beim Kindle auch oder bei anderen Plattformen. Da sind die AutorInnen erstmal verantwortlich für die Sachen, wenn dann solche Sachen entstehen. Wir sind da die Plattform. Wenn es grober Unfug ist und gefährlich ist, dann würden wir das vermutlich dann wieder runternehmen. Aber erstmal sind wir nicht die Prüfinstanz. Also wir agieren nicht als Verlag. Und das muss den Leuten auch klar sein, die einen Polyplot lesen, gerade wenn es um ein Sachbuch geht oder um Anleitungen, dass wir halt nicht den Inhalt garantieren können, weil das auch nicht unsere Aufgabe ist. Es ist unsere Aufgabe, irgendwie menschenverhetzende Sachen wegzunehmen. Das ist unsere Aufgabe. Aber jetzt alles zu überprüfen, was online gestellt wird, ist nicht unsere Aufgabe. Und das werden wir auch gar nicht leisten können. Das kann eigentlich auch bisher kein Publisher leisten. Und im Zweifel müssen dann die Menschen auf einen Polyplot ausweichen, der von einem Verlag, dem sie vertrauen, herausgegeben worden ist. Okay, die letzte Zuschauerfrage, danach müssen wir leider weitermachen, aber wie gesagt, die drei wundervollen Menschen sind ja dann noch draußen zum fröhlichen Bier trinken. Ja, hallo. Vielen Dank erstmal. Mal gucken, ob es eine gute letzte Frage ist, wir werden sehen. Die Freitexteingabe, die deutet ja auch darauf hin, dass man sozusagen noch ein bisschen interaktiver werden kann, dass man sagen kann, man kann jetzt den Protagonisten benennen, der taucht dann immer wieder so auf, aber habt ihr da auch noch weitere Szenarien? Ihr habt ja wahrscheinlich was länger drüber nachgedacht als wir alle jetzt. Was geht da noch sozusagen wie Freitext oder Freibild? Ich weiß nicht, was alles noch möglich wäre. Welche Szenarien schweben euch da so vor? Also idealerweise würde ich mir Szenarien vorstellen, die natürlich auch noch sehr experimentell sind, wenig erforscht auch irgendwie von AutorInnen bisher, wo die Leserinnen und Leser wirklich zu Co-Autoren werden können in diesem Moment. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Protagonisten, die im Polyplot auftauchen, erst durch Leserinnen-Input definiert werden. Also dass zum Beispiel Charaktereigenschaften definiert werden, dass aber auch
Man könnte zum Beispiel da auch so Fotos einbinden oder ähnliches, dass jeder Leser sich seine ganz persönlichen Charaktere schafft zum Beispiel. So, ne? Also ich glaube, das ist ein sehr weites Feld, wie man da irgendwie experimentieren kann, was ich persönlich aber auch das Allerspannendste daran finde, weil mich am meisten interessiert nicht nur, wie kann man Literatur konsumieren, sondern wie kann man sie auch selbst herstellen. Und gerade auch, indem man irgendwie so diesen Storyraum hat, in dem ja bestimmte Regeln und Bewegungsmechanismen gelten, auch versteht, wie irgendwie so Systeme eigentlich funktionieren. Okay, das war die letzte Zuschauerfrage. Vielen lieben Dank an Christiane, Stefan und Markus. Diesmal war es richtig. Und viel Erfolg mit eurem Projekt und mit Polyplot. Und ja, wir machen jetzt gleich direkt weiter. Dankeschön. Danke. We will make you feel like you're the only one who can make it.